Willkommen zurück zu einer weiteren Runde World of Warships. Heute spiele ich das amerikanische Tier 5 Schlachtschiff Oklahoma. Die Oklahoma ist ein Schiff, das man sich vor einer Weile über eine Questline erspielen konnte. Kam zusammen mit den ganzen Tillman-Designs raus. Also kurz vorher. Also sie kam raus, als die ganzen Tillman-Designs gerade in der Testphase waren. So ist es. Damals hatten die nur die ersten zwei. Also die Kansas und die andere, die nicht die Vermont ist. Ist in vieler Hinsicht auch ähnlich, also sprich sehr große Hitbox, sehr dünne Deckpanzerung, durch die gute Kasematte natürlich sehr natürlich trotzdem geschützt vor AP, aber halt sehr HE-anfällig. 40 Sekunden Nachladezeit. Ja. Und da Tier 5, nicht mal ein Reload-Booster da, der zum Ausrüsten dabei ist. Allerdings im Gegensatz zu Vermont hat die Oklahoma nicht so überragende AP, die alles overmatcht. Aber trotzdem ein Schiff, das recht spaßig ist zum Spielen, auch wenn sie langsam as fuck ist. Aber gut, wir sind hier mal wieder auf einer Eroberungsmap, anstatt auf einer Domination-Map. Das passiert echt oft für Aufnahmen, fällt mir gerade so auf. Also bei den... Naja, anyway, auf jeden Fall sehen wir da am Horizont gegnerische Omaha, dieser schon in Reichweite ist, auf die es allerdings nicht viel Sinn macht zu schießen, solange die angewinkelt ist. Denn wie gesagt, unsere Overmatch-Capabilities sind nicht so großartig. Also wir warten, bis es sich reindreht, was auch jetzt gerade passiert. Dann wollen wir mal gucken, ob wir denn nicht eine mitgeben können. Sie ist wieder getarnt, aber unsere Granaten fliegen und Treffer! Ja, die hatte mal einen Lebensbalken. Da haben wir sie kurz gesehen. Würden sie noch mehr sehen, wenn die T-22 nicht abgesmoked hätte? Ich weiß nicht, warum sie es hat. Oder warte, ich glaube, das war der Smoke von der Mutsuki und die T-22 ist nur reingefahren. So, theoretisch, Omaha dreht gerade rechtzeitig wieder ein, um unsere Nachladezeit abzupassen. Müssen nur den richtigen Moment erwischen zum Schießen. Könnte richtig sein, je nachdem, wie viel auf was für eine Geschwindigkeit sie gerade ist. Wir sehen sich wegen der Kurve. Das war richtig. Gegnerischer Kreuzer versenkt. Das ist ja immer die Sache, wie viel Geschwindigkeit das Schiff in der Kurve verliert. Die Oklahoma zum Beispiel. Gut, ich fahre gerade von vornherein nur auf halbem Speed. 10 Knoten, Klammer auf, sind das. Also nicht mal. Das heißt, auf voller Geschwindigkeit habe ich keine 20 Knoten drauf. Aber selbst wenn ich meine sagenhaften 19,4 Knoten habe, auf voller Geschwindigkeit, sobald ich eine Kurve mache, da kann ich auch gerade so gut stehen bleiben. Das hat einen ähnlichen Effekt. Also ja, unglaublich träges Schiff. Will nicht, zumindest am Anfang, nicht an die Front. Später dann ja, was auch relativ gute Secondaries hat, weil ich jetzt hier kein Secondary-Build habe. Aber auch ohne, das sind die relativ präzise und können immerhin mal was anzünden. Ah, bei der Haruna haben wir leider nicht so viel Glück. Die hat nämlich gerade im richtigen Moment rausgedreht. Hätte mal kurz gewartet, hätte man auf die Kotosov schießen können. Kotowski schießen können, aber naja. Mal gucken, ob die uns noch eine Weile Breitseite zeigt oder ob die auch gerade rechtzeitig raustritt, wenn wir wieder nachgeladen haben. Die Antwort, wenn wir auf die Minimap gucken, letzteres. Na, wobei. Ne, sie fährt wieder geradeaus. Allerdings sind wir jetzt gespottet, das heißt, vielleicht passt der Kotowski auf und dreht jetzt raus. Nein, tut sie nicht. Und ja, wie gesagt, die AP ist nicht die allerbeste, was Durchschlagskraft angeht, aber wenn die trifft, dann trifft sie. Es gibt genug Schiffe, genug Schlachtschiffe auf Tier 5, die mit einem Zitadellentreffer nicht drei Viertel vom Lebensbalken wegballern als Kreuzer. Und auch wenn du keinen Zitadellenhit hast, sondern nur mehrere Pens auf dem Schlachtschiff zum Beispiel, die tun auch weh. Also Alpha-Schaden, ich kann mal kurz gucken, hier Alpha-Schaden. Ah, man sieht's nicht. Vor dem Update konnte man das sehen. So, hier habe ich Batteriefeuer gemacht, weil ich nicht richtig geklickt habe. Aber bei 40 Sekunden Nachladezeit ist das ja eh nicht die Sache. An sich, Batteriefeuer benutzt man ja gegen Zerstörer, um ein bisschen DPM zu sacken, um präziser zu sein.
Diese Rechnung funktioniert aber nur auf Schnellfeuerschiffen. Wie in der Kitakaze zum Beispiel. Wenn ich nur alle 40 Sekunden schießen kann, ob dann eine von den Türmen 0,5 Sekunden später schießt als die anderen, ist da DPM-technisch nicht gerade der relevanteste Faktor. So, das ist die gegnerische Mutsuki, die sich mal in den Nebel flüchtet. Allerdings nicht in ihren eigenen, das müsste ja von der anderen Mutsuki sein. Ja, halt, Minikaze ist das keine Mutsuki. Währenddessen, das ist T22? Ne, die Nikolas. Spottet uns, oder? Ne, tut sie nicht, aus der Insel im Weg. Wer spottet uns denn? Da hinten ist. Okay, das ist irgendwo ist eine T22, die uns sieht. Dort reviere ich gerade mitten in der Kurve, das heißt. Na, sogar eine Penetration bekommen noch. So, aber das heißt, wir sind gespottet, das heißt, wir müssen hier aufpassen, denn da im Nebel hocken zwei Zerstörer. Mit relativ fixen Torpedos. Okay, die gehören zur Minikaze. Vermute ich jetzt mal. Weil ich meine, die Mutsuki hat keine Dual-Rohre. So, da steht eine Texas still. Links haben wir sie jetzt wieder Mission verloren. Ja, da ist sie. Und wieder verloren. Soll ich halt, dass ich mich bewegen muss, weil ich potenziellen Torpedos ausweichen muss. Das heißt, mein Aim wird immer verrissen, dass ich kann nicht blind schießen. Nicht zuverlässig. Also nehmen wir die Minikarte stattdessen. Gibt erfolgreichere Schüsse auf Zerstörer, sagen wir es mal so. Eigentlich sind wir nicht alleine, unsere Minikase ist auch dabei. Und ich unter im Nebel hockte T22. Naja, Ausschlussverfahren, oder? Ne, das ist die T. Ne, Nikolas. Stimmt, die Nikolas haben wir auch noch gesehen gehabt. Okay, das ist im Nebel, ist die Nikolas gewesen. Dadurch sind wir jetzt aber wirklich getarnt. Wieder nicht geradeaus fahren, falls irgendwo Torpedos herkommen. Hallo Nikolas. Also wie gesagt, Secondaries passieren hier nicht viele, weil ich nicht auf Secondaries geskillt habe. Aber gegen Schlachtschiffe sind die ganz nett, weil sie wie gesagt ein paar Feuer legen. Da haben jetzt leider nur meine hinteren Türme geschossen, weil die vorderen gerade noch mit Drehen beschäftigt waren. Das ist halt vor allem auch so lustig. Dieses Schiff ist träge wie sonst was. Aber selbst mit so einem trägen Schiff drehen sich die Türme noch langsamer, dass du nicht dauernd aus der Kurve rausschießen kannst. So, da hat unser Teammate ein paar Torpedos gefunden. Den sollte man aber ausweichen können. Da hat sich die Mutsuki wieder gezeigt und okay, dann war mal, die sind ausgelaufen. So, Nikolas hat wieder das Feuer eröffnet aus ihrem Nebel raus. Naja, das ist amerikanischer Nebel, das heißt, der hält da noch eine Weile. Und da blind reinzuschießen hat keinen Wert, also schießen wir einfach das, was wir erreichen. Wir sind zwar anfällig gegen HE-Spam, aber so gut im HE-Spam ist Nikolas jetzt noch nicht verglichen mit dem, was da auf höheren Tiers bei den Amis abgeht. Soll nicht heißen, dass ihn nicht nervt, deswegen wir uns so schnell wie möglich, also mit sagenhaften 17 Knoten, weil wir Kurven machen müssen, vom Acker machen. Das kann jetzt eine Weile dauern. Aber während das andauert, schießen wir auf die König. Oh, und hey, guck mal, wessen Nebel da ausgelaufen ist. Und jetzt drehen meine Kanonen so langsam. Oder? Wow, ich schieße. Ich entscheide mich echt zu drehen. Okay. Und jetzt sind alle Secondaries am Ballern. Ich glaube, ich hätte wirklich über auf den König schießen sollen. Und entscheide mich jetzt auch. Ja, okay, das war gewasteter DPM. Sorry, DPH. Oder DPH. DPH, ja, DPH. Damage pro Stunde. Super. So, und während wir hier auf die König schießen, haben uns Secondaries geschafft, die Texas anzuzünden. Das heißt, die macht Action. Das heißt, sie machen Action was. Tschüss, Texas. Ich sagte tschüss, Texas. Danke.
So, wir sind immer noch gespottet, haben diesmal allerdings bessere Winkel zum Rest. Nevermind, da hat uns New York gefunden. Hier leider knapp zu spät nachgeladen, das heißt, wir können nicht mehr auf die König vor der Insel schießen. Aber größte Priorität ist erstmal hinter die Insel zu kommen, denn sterben wollen wir jetzt ja nun wirklich nicht. Natürlich sofort repariert, ansonsten habe ich nicht mehr genug Damage-Con, um diesen Schaden wieder reparieren zu können. So, ein flinkeres Schiff hätte jetzt runterbremsen können und sich hinter den Slow regenerieren. Aber ich, genauso wie, so träge wie ich bin, so träge beschleunige ich auch, oder bremse in diesem Fall. Das heißt, da wäre ich hier nicht mehr rechtzeitig rausgekommen. Also, stattdessen schnell anwinkeln, dass, falls die König auf uns schießen sollte, wir bouncen können. Noch aimt sie nicht auf uns. Was angenehm ist. Aktuell aimt tatsächlich gar keiner auf uns. Also wir können der König jetzt Sterne mitgeben. Der Grund, warum ich hier jetzt HE geladen habe, fährt da gerade raus, die Zerstörer. Hätte ich mit diesem Schuss noch ein bisschen gewartet, hätte ich dieser T-22 jetzt ein volles HE-Brett mitgeben können. War ich leider ein bisschen zu ungeduldig. Aber na, jetzt hat's halt aufpassen wie sonst was, denn wir wollen keinen Torpedos fressen. Gut, wir wissen nicht, ob die welche ab hat. Im Gegensatz zu der Mutsuki und der Minikasa hat die T-22 relativ lange Nachladezeiten auf die Torpedos. Relativ, auch nicht so lang. Okay, sie hatte welche ab. Aber wir haben unsere HI wieder ab. Und da gehen die HP der T-22 und... Okay, wir haben einen Wassereinbruch, der jetzt ordentlich Schaden reindrückt. In 5 Sekunden ist unsere Reparaturmannschaft wieder ab. Das wird scheiße knapp. Grazie. Gespottet sind wir auch, dank, naja, der T-22. Wieder in der Insel fährt. Ja, die sind in der Insel. Das ist ein Todesurteil für den Zerstörer. So, hier habe ich nur einen Schuss abgegeben, weil ich mir sicher war, dass der, wenn er treffen sollte, sie lahmlegt und nicht jemand anderes schneller ist. So, ich bleibe auf HE, weil die AP, wie gesagt, nicht allzu gut sind und der König hat eine dicke Panzerung. Mit anderen Worten, solange die geangelt ist, können wir mit unserer AP da nicht viel erreichen. Okay, jetzt ist er weg und jetzt sind... noch ein Zerstörer, ein Low Haruna und eine Ninok drin. Deswegen auch der Grund, warum ich auf der HE bleibe. Wir haben keine Ahnung, wo die... Okay, never mind, wir wissen, wo die Nikolas ist. Die ist nicht gerade auf unseren Punkt gefahren. Das heißt, die Chance, dass die jetzt hier plötzlich hinter der Insel vorkommt, ist gering. Aber nicht null. Auf jeden Fall sind wir so langsam, dass wir hier eh nichts erreichen. Das heißt, der Plan ist jetzt, auf deren Punkt zu gehen. Und währenddessen den drei Dudes, die da unseren Punkt deffen wollen, Coverfire zu geben. Wir cappen deren Punkt ja auch. Im Endeffekt, alles, was die machen müssen, ist sich auf unseren Punkt draufstellen, damit die für ein paar Sekunden keinen Cap-Advantage kriegen. Während wir halt, naja, genau das machen. Cappen. So, hallo Haruna. Volle HE-Salbe fliegt. Ja, da war die Dispersion leider nicht so nett. Das war nur ein Treffer am Torpedoschütz. Aber gut, wir cappen deren Punkt. Die haben bei unserem Punkt Cap Advantage negiert. Wir selbst sind nicht gespottet. Da ist die Haruna auch dann auch gesunken. Hier wäre es natürlich eine AP-Salbe besser gewesen. Ich habe immer noch Schuss vor der Nikolas. Denn so nah sind die Caps nicht... Okay, Berg. Denn so weit sind die Caps nicht auseinander. Und ich kann durchaus in Reichweite von der Nikolas sein, wenn die, je nachdem, wo auf unserem Cap die steht. Unsere König und die Kirov leider ein bisschen arg im hinteren Maprand. Was etwas unpraktisch ist, vor allem weil unsere T-22 in ihrer unendlichen Intelligenz vom Punkt runtergegangen ist, was uns einen Riesenhaufen Cap-Advantage gekostet hat. Aber hey, wer braucht den schon?
Also, ja, wir haben Schiffsadvantage, theoretisch können wir es einfach forcieren, aber warum? Wir hätten deren Punkt vor unserem gecapped gehabt. So, Leute, ist Nikolas entschieden, auf uns zu schießen. Na gut, ist auch richtig, wir sind die Einzigen, die es noch auf deren Punkten ist. Auf uns zu schießen, klaut uns sehr viel Cap-Advantage, weil die T-22 ja runterfahren musste. Gefecht endet in 5 Minuten. Aber gleich ist die New York tot. Und dann sieht es Nikolas nicht mehr. Und ja, ich habe mich nicht viel an der Stelle bewegt. Aber wenn die mich nicht sieht, kann die mich auch nicht anvisieren. Und das heißt, ihre Schüsse fliegen in die Insel. Minimap-Aim klappt nur, wenn du den Gegner über Inseln, klappt nur, wenn du den Gegner zumindest irgendwie spottest, auch wenn du keine direkte Line of Sight hast. So, jetzt nur noch die Frage der Zeit, was passiert vorher? Sinkt die Nikolas oder capture ich den Punkt? Na gut, da ich getroffen wurde, wird wahrscheinlich ersteres eher passieren. Vor allem, weil dann der Kirov ist. Die relativ kurzen Prozess mit den Nikolas machen können sollte. Na? There we go. Gut. Das war eine Runde World of Warships in der USS Oklahoma. Etwas mehr als 72.000 Schaden und Dreadnought Award. Würde man sagen, kann man machen. Ich sage danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao. I'm not going to be able to do that.